Die Behörde mit dem Ding gemacht. Antwortet doch, verdammt, wir brauchen hier unten Verstärkung. Marshall, sind Sie noch da? Shit. Wir sind so nah dran. Müssen uns beeilen. Thank you.
Bezirksabteilung zurückgezogen. Alle Agenten dort sammeln. Marshall, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Wer sind Sie? Ich bin Jesse Faden. Ich komme, um zu helfen. Faden? Warten Sie, ich schicke Ihnen den Aufzug. Wir müssen reden. Da hat sie recht. Mehr von euch? Ernsthaft? Willkommen in der Gruppe, Ma'am. Marshall ist gleich da hinten. Ja, ich machte mir schon Sorgen. Gratulation zu Ihrer Ernennung, Direktorin Faden. Helen Marshall, Einsatzleiterin der Behörde. Zachariah ist also tot. Sie haben wohl seine Waffe gefunden. Nennen Sie mich Jesse. Trench sagte, ich soll Sie finden. Sie könnten helfen. Und er sagte Ihnen das über die Hotline. Macht Sinn. Bei all dem bleibt sie so ruhig? Wirklich? So ist die Lage. Darling hat die HRV in einem Labor in der Nähe gemacht. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr davon. Aber meine Ranger können das Labor nicht allein verteidigen. Nicht gegen diese Dinger. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Zumindest scheint sie zu wissen, was hier vor sich geht. Sie könnte auch von Dylan wissen. Ich kann das Zischen vertreiben. Ich bin ihre Feuerkraft. Eine gute Antwort. Testet sie mich?
Darling hat Systeme zum Schutz seiner Labore. Damit sollten Sie daran vorbeikommen. Wir reden weiter, wenn Sie das Zischen beseitigt haben. Ranger, lasst sie durch. Wir müssen die Tür hinter Ihnen schließen. Sorry, aber wir können nichts riskieren. Collins, wie ist die Lage? Trupp C kam nicht zurück. Sie sind noch da draußen und vermutlich beim Einsatz ums Leben gekommen, Ma'am. Der einzige Weg zurück führt durch die Parakinesiologie. Aber dann kommen wir nicht mehr ins Labor. Wir können nur hier die Stellung halten und auf eine Gelegenheit für einen letzten Vorstoß warten. Wir überleben da draußen keine Minute. Du hast gesehen, was diese Dinge anrichten. Wir müssen uns zurückziehen. Wenn wir hier bleiben, sind wir tot. Marshall sagte, wir brauchen mehr HRV. Wenn du lieber in der Ecke sitzen und am Daumen lutschen willst, nur zu. Aber Ranger bist du dann die längste Zeit gewesen. Unser Kampf ist nicht hier drin, Ranger. Suchen wir Alternativen. Irgendjemand was von Salvador gehört? Zuletzt hat er ein Sicherheitsteam in die Isolation geführt. Der Grund ist derzeit unbekannt. Ich denke Thank you.
Da lang zum Labor? Okay. Dir gefallen diese HV wohl? Klingt, als hätte Darling sie und das meiste hier gebaut. Wenn Marshall uns nicht mit Dylan helfen kann, ist er die nächstbeste Wahl. Sofern er nicht tot ist oder vom Zischen erwischt wurde. Du hast mich hergeführt. Weißt du, wie man das in Gang bringt? Hallo nochmal, Direktorin. Wir haben ein neues Problem. Wir müssen die HRV-Maschine in Gang bringen. Ich habe schon mal Zündkerzen ausgetauscht. Aber das sieht etwas komplizierter aus. Darling muss ein System gehabt haben. Er hält nichts von Zufall. Die Lochkarten, die Symbole, die Terminals. Wie hängen sie zusammen? Ich sehe, was ich tun kann. Wir müssen also alle Lochkarten finden. Haben Sie in der oberen Etage nachgesehen?
Jede Lochkarte sollte zu einem Terminal passen. Zeichnungen auf den Whiteboards könnten wichtig sein. Er schien an etwas zu arbeiten, das mit diesen Symbolen zu tun hatte. Was bedeuten die Symbole? Was bedeuten diese Whiteboards?